Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prototype. So, beginnen wir gleich mal mit der nächsten Nebenmission. So, oh Gott. Also das ist schon hardcore. Da schnell hochzukommen. Was war das eingestellt? Hart wahrscheinlich, ne? Schon. Diese Rennen mag ich nicht so wirklich, also. Mag ich nicht, so ist es ja, also. Oh, warte. Da, okay. Bin ich mal gespannt, ob wir Gold kriegen. Bin ich wirklich gespannt. Also das, das war ein bisschen fail, dass er jetzt so gelandet ist. So hart. Wäre ich doch lieber weitergesprungen und so. So, da vorne müssen wir hin. Ich frage mich, wie lange wir nur brauchen dürfen für Gold. Hätte ich mir mal angesehen sollen. Ach Mensch, fail, fail. Oh, ja. Hallo! Mann! Haben wir eh schon gefailt. Also wenn ich jetzt noch Gold kriege, also dann war es wirklich leicht. Glaube ich nicht. Ich kriege bestimmt nur so Silber oder so. Kann mir gut vorstellen. Oder ich streng mich nochmal richtig an, aber wird nichts. Naja, kann mich vorstellen. Da ist noch ein Füll links von mir. Auf der Minikarte. Toll. Wo müssen wir hin? Da nach oben. Vielleicht ist da schon das Ziel. Aber ich. Da ist noch eine Lilienkugel gesehen, habe ich schon gesehen. Leute, habe ich schon gesehen. Da ist das Ziel. Wie lange brauchten wir nur? Eins. Haben wir. Alter, guckt es euch an. 1,14. Wir haben wirklich noch Gold gekriegt. Hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Haben wir doch noch geschafft. Nice. Auf jeden Fall. Super. Wegen den ganzen Fails und dann bin ich noch links und rechts hingerannt und so. Ich dachte schon, ne, Zero, das schaffst du nicht. Moment, ich kann mal auch gleich schnell die lila Kugel einsammeln, die ich da noch gesehen habe. Die sich genau. Wo befand sie sich denn? Die habe ich von hier gesehen irgendwie. Ist eigentlich auch nicht so schlimm, wenn ich die lila Kugel jetzt nicht einsammle. Da war sie, ne? Genau da. Da war sie, glaube ich. Oder? Genau, da war sie. Ich glaube sogar, die lilanen Kugeln bringen weniger EP als die blauen. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß es nicht. Dafür sind die lilanen aber ein bisschen wertvoller, glaube ich irgendwie. Allein wegen, weil man da irgendwie Tipps kriegt oder so, aber die interessieren mich eben. Scheiß eigentlich. So, Moment. Da ist wieder ein Film. Gleich in der Nähe von den Nebenmissionen ist doch perfekt. Aber leider unter 10.000 Infizierten. Ach, weißt du was? Hier einfach grabben und dann auf die Fresse. Den Bock hier stealth-mäßig verzehren. Injecting into chimps? This was Carnival 1, you understand. We got amazing results. Boosted intelligence, increased strength. We were all expecting something pretty dramatic in Hope right after we introduced Carnival 2. What happened? Nothing. Gut, hätten wir das auch geschafft? So. Die Nebenmission war ja da. Ah. Okay, jetzt habe ich noch die Army am Arsch und dann kommen noch Helis. Ah, viel Spaß. Und ich komme hier gerade nicht so wirklich weg. Ich werde die ganze Zeit wieder runtergeschossen von den ganzen Raketen. Ja. Was natürlich nicht so geil ist. Aber ich hab's geschafft, oder? Ja, habe ich geschafft, gut. Jetzt kümmere ich mich um die Nebenmission. So, Start-Event, was soll man machen? Aktive Power benutzen und irgendwen in die Fresse schlagen. Infizierter oder Soldaten? Ah, okay, die klingen. Sehe ich das richtig? Das Achso, wir. Achso, okay, das ist die Waffe. Das ist diese Schlingenattacke. Das hier. Das ist geil. Auf jeden Fall, was. Wo ist ein Totenkopf hier? Ich frag mich. Wie ging denn auch nochmal hier? Muss ich gleich, glaube ich, schon mal nachgucken. Moment. Ich glaube, das wird richtig schwer mit der Attacke, wegen die mag ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Moment, wie ging das nochmal? Longshot Grab? Nee. Da, hier. Falsch. Nee. Hä? Ich mach's doch die ganze Zeit, zwei Maustasten halten. Oder ging es doch irgendwann anders? Irgendwie anders. Doch.
Genau so. Aber wenn ich sowas mache, dann macht er das hier. Das wollte ich eigentlich jetzt gerade nicht, aber passt schon. Kriege ich dafür auch Punkte? Ich krieg dafür auch Punkte. Aber nicht so wirklich viel, irgendwie, warum auch immer. Okay. Wie man sieht, ist es eher, mehr oder weniger, eher schon sehr schwer. Ich frag mich, wie es nochmal ging. Da musste man halten. Ach, keine Ahnung. Siehst du, kriegt man nicht Gold so schnell. 200 Punkte muss man für Gold. Boah. Lecco mio della Quest. Also, Bronze reicht mir bei der Mission. Wegen mit der Schlinge komme ich überhaupt nicht so wirklich klar. Ganz ehrlich. Besonders, weil er nicht diese Attacke macht. Die hier. Die will ich ja die ganze Zeit machen. Aber das geht nicht. Da macht er diese super mega irgendwas Attacke. Genau die würde ich gerne machen. Ja, linke Maustaste und rechte Maustaste. Aber nicht halten. Moment, ich kann es ja mal kurz versuchen. Ah, okay, okay, jetzt. Und zack. Bringt eigentlich fast gar nichts. Obwohl doch, die kleinen zählen dazu. Cool. Und zack. Okay, jetzt habe ich wieder drauf. So. Bams. Aber ob ich Gold kriege, ist trotz dessen auch wiederum noch eine Frage. Ich glaube, ich krieg trotzdem nicht Gold. Kann ich mir nicht vorstellen. Bronze sicher. Aber wenn ich die ganze Zeit spamme, kann ich das ja eigentlich rein theoretischerweise doch vielleicht schaffen. Aber hier sind leider keine Gegner so wirklich mehr in der Nähe. Also ich muss mich wirklich in einer Gegnerhorde reinstellen und dann die Attacke spammen. Bloß ist hier gerade leider nicht so wirklich eine in der Nähe. Silber. Soll ich das vielleicht nochmal versuchen? Für Gold? Wie viel brauchte man für Gold? 200? 300? Ich weiß das nicht. Vielleicht kriege ich ja nochmal Gold. Komm schon. Gold! Geil! Leck mich fett! Haben wir noch ein Gold geschafft. Hätte ich nicht gedacht, wegen dieser Attacke mag ich nicht so wirklich. Also, ist nicht so mein Style, ne? Ich benutze lieber diese fette Klinge, die ist eher am geilsten, finde ich. Aber haben wir Gold geschafft. Finde ich sehr nice. Beim zweiten Versuch. So. Wo befindet sich die nächste Nebenmission? Da. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal gleich dahin. Da ist noch eine blaue Kugel, die habe ich genau gesehen. Die schnappen wir uns natürlich gleich mal. So. Die gehört mir, Kollege. Danke, danke. So, mal gucken, was wir in der nächsten Nebenmission machen sollen. Vielleicht wieder mit irgendeiner aktiven Power Leute killen oder vielleicht mit einem Panzer rumdüsen oder mit einem Heli. Bin ich mal gespannt. Okay, mit einem Raketenwerfer anscheinend, wie es so aussieht. Ja, mit einem Raketenwerfer. Gut, gut. Dafür verwandle ich mich aber auch nochmal kurz. Und da sind meine Ziele. Aber jetzt leider. Doch. Da ist der Toten. Hä? Warum kriege ich keine Punkte gerade? Habe ich den. Ich habe doch diesen Fetten gekillt. Dafür habe ich gerade aber gerade gar keine Punkte so wirklich gekriegt. Leider. Komisch. Naja, egal. So, hier noch ein bisschen. Hier. Viel Spaß damit. Ah ja. Hau rein, Kollege. Hau rein. Jetzt habe ich auch noch die Army am Arsch. Nee, nicht. Statt jetzt habe ich auch noch die Army am Arsch, wollte ich schon sagen. Ah, fuck. Davon wollte ich eigentlich nicht schießen. Ich will den hier erstmal abschießen. Genau. Also die Mission hat es auch wieder in sich, wie man sieht. Also ganz ehrlich. Ja klar, Alex. Schieß einfach mal auf das Auto. Das ist am wichtigsten jetzt gerade. Ach Mensch. Ja, aber manchmal das nicht anvisiert so wirklich. Sehe ich halt nicht an. Geht auch noch. Geil. Bronze erst. Silber. Ich glaube, bei Silber bleiben wir. Schaffe ich nicht höher. Kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl 64,90. Nee, machen wir nicht. Silber reicht. Ich mag eh nicht so mit dem Raketenwerfer rumzuschießen. Ne? Gefällt mir nicht. Da ist gleich die Nebenmission. Die habe ich schon gleich gesehen. Auch wieder Totenkopf-mäßig.
So. Mit einem Panzer. Gut, gut. Wahrscheinlich wieder Infizierte erledigen. Die eine schlagt mir noch auf den Buckel. So. Da stand gerade irgendwas von wegen Tipps. Ah, egal. Panzer und wahrscheinlich einfach die Infizierten wieder down kloppen, ne? Da laufen auf jeden Fall wieder auf welche rum. Moment, das hätten wir gleich. So. So, komm. Oh Mann, ey, Kollege. Muss mich doch nicht hier gleich tun. Umarmen und mich wegstoßen. Steht darauf gar nicht. Wie viele Punkte brauchen wir eigentlich für Gold? Hat jemand aufgepasst? Schreibt es mal kurz in die Kommentare, dann weiß ich, nützt auch voll. Score 100, also man braucht auf jeden Fall schon viel für Gold anscheinend, wegen ich habe nicht mal Bronze. Und habe schon über 100 gekillt, also Hardcore. Dazu mit diesem kleinen Mini-Panzer, da hätte ich lieber wieder den dickeren, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir Bronze. Ach, das kotzt mich an, guck mal. Du bist mich 10.000 Mal weg, ey. Das ist ekelhaft. Bei diesen Viecher. Die rammen ein und dann fliegst du erstmal 10 Stunden irgendwo hin. Erstmal nach Barcelona und dann wieder nach Türkei zurück. Keine Ahnung, was ich rede. Silber. Also, schaut doch wieder gut aus. Vielleicht wird's ja was mit Gold. Noch in dieser Runde. Wieso First Try? Komm schon. Gold. Ich liebe dich, Gold. Du gehörst mir, Gold. Gold, 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 Gold. Ist alles schon schön Gold. Gold, Gold, Gold. Ich liebe doch zu Gold. Gold. Lass mich nicht in den Stich. Oh, Gold. Jawohl. Haben wir Gold geschafft. Super, meine Lieben. Super, super. Gold haben wir geschafft. So, der will noch eine auf dem Kopf haben. Den ich leider gerade nicht treffe. Jetzt aber gleich. Moment. Oh, ich muss mal hier kurz weg. Wegen ihn da unten ist Wasser. Das ist ja gerade so nebenbei. Wäre nicht so geil. Ich glaube sogar, wenn ich jetzt im Wasser fahren wäre, wäre die Minimission vorbei. 325 braucht man für Gold. 442 haben wir. Nice, nice. So. Wo befindet sich jetzt die nächste Nebenmission? Bin ich mal gespannt. Da gleich. Ich würde aber sagen, ich laufe da nur hin und dann beende ich wieder mal den Part, wegen wir sind schon wieder bei 12 Minuten. Da ist noch eine blaue Kugel, die sammle ich mir noch schnell ein. So. Und dann werde ich ab hier den Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Prototype wieder. Tschüss.